Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine Gipskarton-Dachschräge spachteln kann, damit später einfach bei diesem Rigipsübergang keine Risse entstehen können. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es auch für dieses Problem wieder die verschiedensten Hersteller bzw. Marken. Ich zeige das Ganze jetzt nochmal mit einem Knauf-Kurband und werde das Ganze auch mit Uniflott von Knauf verspachteln. Dieses gibt es übrigens auch noch in imprägnierter bzw. normaler Version. Das kommt einfach darauf an, was du daheim am besten benötigst. Zuerst mal sollte ich meinen Übergang auf jeden Fall nochmal kontrollieren. Nicht, dass hier zum Beispiel irgendwelche Gipsrückstände oder auch Schrauben stören, die einfach zu weit raus sind. Dann natürlich die Schrauben weiter reindrehen oder auch diese Gipsrückstände noch irgendwie wegschleifen. Wenn es passt, kann ich meinen Kurband auf jeden Fall schon mal auf die richtige Länge abschneiden. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Und danach hat dieses Band hier in der Mitte so eine vorgeschanzte Linie, an der wir unser Kurband jetzt auch schon mal etwas einknicken können. Im nächsten Schritt können wir uns auch schon Spachtelmasse auf unsere Klettkelle draufgeben. Hierbei darauf achten, dass diese nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest ist, wie man diese übrigens richtig anmischt. Dafür habe ich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal. Und dann geht es einfach mal darum, dass wir von der Ecke raus jetzt überall etwas Spachtelmasse einmal auf unseren Übergang draufbringen. Dasselbe Spiel können wir auch schon auf der Oberseite von unserer Ecke einmal machen. Und danach setze ich ganz gerne noch die kurze Seite meiner Klettkelle an und schaue einfach mal, dass ich ohne relativ viel Druck jetzt über meine Spachtelmasse drüber gehe, dass diese natürlich auch schon relativ glatt ist und einfach überstehende Spachtelmasse noch einmal sauber abgetragen wird. Wenn auch das passt, nehme ich mir mein Kurband zur Hand und schaue, dass ich dieses einfach schon mal grob in die Ecke mit meinen Fingern hineindrücken kann. Damit das Band sauber in die Spachtelmasse eingedrückt wird und zu viel Spachtelmasse auch nochmal abgetragen wird, am besten mal mit der Klettkelle wieder ansetzen und nun mit etwas mehr Druck über unser Kurband drüber gehen. Und wir können dann auch sehen, dass überschüssige Spachtelmasse wieder mit abgetragen wird. Wenn du es natürlich ganz genau haben möchtest, könntest du jetzt zum Beispiel auch noch mit einem Kreuzlinienlaser überprüfen, ob deine Ecke wirklich schön in der Waage sitzt, beziehungsweise natürlich auch eine Wasserwaage hinhalten. Bei mir sollte die Ecke aber auf jeden Fall schon passen, weswegen ich mal wieder noch eine Wulst von Spachtelmasse auf meine Klettkelle gebe. Und jetzt geht es nämlich darum, dass wir wieder von der Ecke raus etwas Spachtelmasse über unser Kurband drüber bekommen. Beide Seiten von dem Übergang passen grob und jetzt schaue ich, dass ich entweder mit der kurzen oder auch mit der langen Seite von der Klettkelle mal noch wieder zu viel Spachtelmasse runternehme. Auch hier achte ich wieder darauf, dass ich das Ganze wirklich mit sehr wenig Druck mache. Falls es bei dir übrigens nicht so gut hinhauen sollte und da doch noch ein relativ großer Übergang zu unserer Gipskartonplatte ist, dann kann ich dir übrigens auch noch empfehlen, dass du zum Beispiel jetzt im Nachhinein nochmal hier unten ansetzt, leichten Druck darauf gibst und immer stärkeren Druck zur Gipskartonplatte hin. Denn dadurch kann man auch nochmal relativ gut Spachtelmasse abtragen. Mein erster grober Spachtelvorgang ist auf jeden Fall fertig. Der muss übrigens auch noch nicht perfekt sein, denn wenn das Ganze einmal durchgetrocknet ist, dann kommt noch eine zweite Schicht drauf und zwar etwas feinere Spachtelmasse, wie zum Beispiel Uniflott Finish. Und da würde ich dann übrigens auch darauf achten, dass wir die lange Seite auf jeden Fall von unserer Klettkelle verwenden, dass wir nämlich hier nochmal etwas weiter mit der Spachtelmasse rauskommen zu unserer Gipskartonplatte und somit auch einen besseren Übergang danach hinbekommen. Wenn die zweite Lage dann auch trocken ist, können wir diese nämlich entweder sauber schleifen. Hier in der Ecke würde ich übrigens ganz normal per Hand mal schleifen, dass wir da natürlich auch einen schönen Übergang bzw. eine schöne Ecke hinbekommen. Und je nachdem können wir natürlich dann auch noch unsere Dachschräge zum Beispiel für Q3 oder für Q4 weiter verarbeiten. Und somit haben wir so eine Dachschräge jetzt auch schon richtig gespachtelt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens ein Kurband, eine Klettkelle oder natürlich auch Uniflott bzw. Uniflott Finish in der normalen und auch in der imprägnierten Version zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.